Europas erste Adresse. Seit mehr als 20 Jahren ist das Unternehmen Europas Marktführer für gebrauchte, generalüberholte und neu aufgebaute Krane. Mit einem kleinen Personalstamm gründete der heutige Chef die Ralf Teichmann GmbH für Krane und Fördertechnik. Anfangs beschränkte er sich auf den Handelsbereich. Dem wachsenden Kundenbedürfnis nach professioneller Rundumbetreuung kam der Unternehmensgründer nach, indem er auch Service-, Reparatur-, Umbau- und Montagekompetenz kontinuierlich aufbaute. Seit 1992 ist das Unternehmen im Besitz des großen Eignungsnachweises nach DIN EN 18800-7 und DIN 15018 und damit berechtigt, mit eigenem Schweißfachingenieur SFI und Schweißern SFM-Krane selbst zu fertigen sowie Umbauten an Kranen aller Art vorzunehmen. Da immer mehr Kunden auch eine Betreuung nach dem Kauf wünschten, wurde 1996 ein eigener Servicebereich aufgebaut, der sowohl Teichmann-Krane als auch von Fremdfirmen gelieferte Krane und Hebezeuge wartet und repariert. Heute ist das Unternehmen Europas erste Adresse für Gebrauchtkrane. Das beweisen 250 bis 300 verkaufte Krane im Jahr, 194 Mitarbeiter und 8 Auszubildende, die einen Jahresumsatz von 23,2 Millionen Euro erwirtschaften, sowie den umfassendsten Service der Branche sicherstellen. Beeindruckend ist der europaweit einzigartige Lagerbestand. Auf einer Fläche von 30.000 Quadratmetern werden den Kunden ständig etwa 200 Krane sowie eine große Auswahl unterschiedlicher Einzelkomponenten und Ersatzteile angeboten. Die Montageabteilung bearbeitet jährlich bis zu 300 eigene sowie rund 200 Fremdkrane. Nummer 1 in Europa ist das Unternehmen im Bereich optoelektronischer Vermessungen bei schienengebundenen Großkranen in Häfen und Umschlagterminals.